Hi, ich bin der Günther. Ich komme aus Dönerbude. Willkommen zu einem Format, das viele wahrscheinlich schon gar nicht kennen auf diesem Kanal. Ich weiß nicht, wann die letzte Folge online kam, aber ein kurzer Rundown für euch alle, die es nicht kennen. Pokefusions. Ein Format, das ich irgendwann begonnen habe und weiß nicht mehr wann. Ich glaube, vor allem letzten Winter habe ich das relativ viel gemacht. Was eben ein Format ist, in dem ich mir drei Pokémon zufällig generieren lasse in einem random Pokémon Generator, den ihr hier seht. Ich sehe wegen meiner Facecam den Aktivieren-Button nicht und kann ihn nicht drücken, da mache ich gleich was. Und ja, was wir damit machen, wir bekommen drei Pokémon und die werde ich hier in Paint 3D, ist das Programm, was ich nutze, bearbeiten und zusammenmischen. In der Regel machen wir drei solche Fusionen die Folge und nebenbei rede ich einfach ein bisschen überzeugt. Das Ganze wird dann auch ein bisschen vorgespult meistens. Ich werde einfach durchgehend labern, am Ende vorspulen, während ich arbeite, drin lassen, was interessant ist. Und ja, mit einer neuen Webcam jetzt mal. Das ist für mich ein sehr großer Schritt. Die Webcam ist zwar immer noch alles andere als godlike, aber ich habe jetzt endlich eine gute Webcam und ein gescheites Mikrofon für einen PC, für einen Laptop. Was heißt, es werden nie wieder Handy-recorded Videos kommen, auch nicht für Infos oder so. Früher musste ich da halt immer die Entscheidung treffen vor Weihnachten. Entweder nehme ich es mit dem Laptop auf, wo man wirklich mein Gesicht in 3 Pixeln gefühlt sieht und dafür halt mit dem Mikrofon hier, was eine gute Qualität hat, oder ich nehme das Handy-Mikrofon und man erkennt mich. Die Entscheidung fällt jetzt nicht mehr. Nur die Beleuchtung ist ein bisschen schwierig, man sieht es bestimmt an der Helligkeit im Raum um mich rum. Wir haben Mittag. Ich muss die Rollläden alle ziemlich zumachen. Aber ja. Genug geredet, generieren wir die ersten Pokémon. So, nachdem ich mir das mit dem Internet jetzt ein bisschen besser hingeschoben habe, damit es klappt, unsere ersten drei Pokémon. Irgendwie stört mich das Viech in der Mitte ein bisschen. Ich weiß ja nicht. Aber dann legen wir los. Übrigens, falls ihr euch wundert, was ich mit dem Zauberstab mache, das müsst ich, glaube ich, gar nicht, weil ich keinen Hintergrund mache, aber egal. Damit mache ich halt im Prinzip den weißen Hintergrund von den Bildern weg. Ich werde euch das gleich mal... Hier ist der weiße Hintergrund. Und jetzt kann ich das Ding, wenn ich es hier außerhalb bewege, kein Hintergrund mehr. Und man sieht, ich habe es recht ungenau gemacht, weil zwischen den Schnurrhaaren da immer noch Platz ist. Was ich mir hier immer überlege, ist erstmal eins von den drei Dingern, nehme ich als Grundkörper. Die anderen beiden baue ich da ein. Und in der Regel nehme ich das, was ich am schwersten irgendwo einbauen könnte. Als Grundkörper, und ich habe das Gefühl, das ist in diesem Fall das Mauzi. Dann überlege ich mir erstmal, einen Kopf will ich nicht so lassen für die Fusion. Jetzt kommt mein Lieblingsspiel bei dem Ganzen. Ich versuche Zeug zu entfernen. Das Programm ist nicht damit einverstanden, wenn ich am Ende wenig übrig habe. Okay, jetzt geht's gerade sogar. Spannend, wie das Format heutzutage so ankommt. Früher war es eigentlich immer ganz gut, aber ich habe das Gefühl, ich habe es ein bisschen häufig gemacht und dadurch ist auch Interesse verloren gegangen.
selber ist es halt ein Projekt, da kann ich einfach reden ein bisschen, über was auch immer ich gerade Bock habe und ja. Und es ist halt relativ entspannt und simpel zu machen im Vergleich zu manch anderen Projekten. Allgemein, ich muss auch sagen, ich würde deutlich mehr Gaming aufnehmen, wenn ich das am Laptop machen könnte. Aber ich habe halt keine Capture Card im klassischen Sinne, die dann das Bild von der Konsole auf den Laptop überträgt. In meinem Fall halt Laptop bei normalen Menschen PC. Sondern eine wirklich, die man an die Konsole selber anschließt und die dann sozusagen das Bild vom Bildschirm, an dem die Konsole natürlich angeschlossen ist, normal aufnimmt. Und ich habe halt keine Möglichkeit gefunden, die Switch über meinen Laptop-Bildschirm laufen zu lassen, so. Vielleicht hole ich mir irgendwann extra Monitor, aber mal gucken. Ich hasse es mit Leib und Seele. Sache, die ich dann bei den Fusionen oft mache, ist, wenn ich eben das Haupt-Pokémon habe und noch ein weiteres, das so bedeutende Sachen wie den Kopf ausmacht, nehme ich in der Regel die Farbe vom letzten. Jetzt auch einfach schon mal raushau, interessiert bestimmt manche. Ich habe ja schon im Silvester-Talk ein bisschen über Pokémon Mystery Dungeon Plotkrieg geredet und ich habe auch bereits inzwischen ein Release-Datum im Kopf, wann das beginnen könnte und bin sehr optimistisch, dass ich euch das nach den Wesen mitteilen kann. Ui, das meinte ich vorhin mit, dass das Programm's nicht einsieht, wenn man was Kleines will. Ich hab's immer noch drauf, Leute. Das ist die erste Fusion des heutigen Tages. Ja. Hui, da waren Bilder. Ne? Krass. Stimmt, ich glaube, ich habe das noch nie so gezeigt, wenn ich hier was speichere. Thumbnails. Z-Lineups und Z-OCs heißen so, weil ja, damit sie hinten bei den Ordnern sind und der Thumbnails-Ordner auf meiner Startseite ist. Hier sind eben die paar, die ich gemacht habe in der Zeit, wo ich nicht aufgenommen habe. Die anderen sind halt alle auf dem alten Laptop. Das ist meine erste Aufnahme hier auf dem alten Laptop. Wie nennen wir das Ding? Wir haben hier schon, ich habe keine Ahnung, ich nenne ihn Leander, Rita Junior und Sass. Und das hier, was auch immer das ist. Es ist perfekt. So, das Ganze werde ich dann noch offscreen zu einer PNG-Datei machen und dann eben das Ganze nochmal gescheit einblenden. Am Ende vielleicht auch in einem Bild mit allen drei. Ich denke, ich werde so ein
ab sofort einfach so ein großes Bild machen, wo ich alle Fusionen, auch die vier, die ihr gerade im Ordner gesehen habt, draufklatsche, dass sich einfach jedes Mal erweitert. Würde ich sagen, ist vielleicht ganz cool. Also, dann machen wir weiter mit Fusion 2. Erst einmal weg mit dir und neu generieren. Wisst ihr, was das Problem an diesem Format ist? Was soll ich hier draus machen? Und noch dazu habe ich eines meiner absoluten Hass-Pokémon bekommen. Kusilla könnte wirklich... Es hat vor allem nur durch Parfi-Konkurrenz dazu, mein Hass-Vieh zu sein. Und gegen Parfi verliert's, was das angeht, auch noch, weil... Ich meine, vielleicht sagt einem gerade der Name Parfi nicht so viel. Da habe ich einen falschen Knopf gedrückt und das aus Versehen vergrößert. Ich mache das mal ganz kurz so, Parfi, Parfi, Parfi. Was willst du? Was bist du? Die Pest ist vorbei. Kacke. Und jetzt seht ihr auch, was ich mit weißen Pokémon meinte, ist das Problem. Dieses Format unterstützt definitiv keine White Supremacy. Im Gegenteil, das hier ist Rassismus gegen Weiße. Ich will keine Weißen an meinem Random Generator bekommen. Die machen einfach nur Arbeit. Die klauen uns unsere Jobwatte. Fuck! Ich sehe irgendwie nicht weiß aus in der Facecam, aber trotzdem bin ich eigentlich ziemlich blass. Liegt halt an der Beleuchtung. Irgendwie, warte, irgendwie verwirrt mich gerade das Design von Samurott. Warte. Warte, ich verstehe. Hilfe. Ihr werdet mein Problem gerade absolut nicht verstehen. Okay, doch. Ich war mir gerade wirklich nicht sicher, ob dieser weiße Punkt hier in der Mitte, ich weiß nicht, ob man das, die Sekunde, dieser Bereich hier, ob das zum Pokémon gehört oder ein Freiraum ist. Irgendwie sieht das Viech für mich jetzt auch voll anders aus. Ich habe das irgendwie immer so gesehen, dass das zum Pokémon gehört. Was zum Fick? Frag mich nicht. Ich meine, es ist immer noch cool, aber... Es sieht anders aus. Ich hoffe, ihr hasst es genauso sehr wie ich. Und das ist der ganze Sinn dieses Projekts. Dass man am Ende irgendwelche Viecher hat und sich denkt... Okay. Okay. Ja, das ist alles, was man sich dabei denkt. So.
mit. Ich drück immer das Falsche. Ist auch die zweite Fusion des heutigen Tages vollendet. Hier könnt ihr ja gucken, was ich da alles hab, aber da ist nichts Interessantes dabei, also. So, wie nennen wir dich? Ihr könnt gerne Namensvorschläge für die Kreation in den Kommentaren abgeben und ich ändere das dann noch hier. Oh Gott, ich habe gerade erst die Augen von dem Viech hier drüben wieder gesehen, von dem Felinara-Viech. Ach du meine Fresse, das Ding ist cursed. Das war Nagelot, Turtok und Felinara fusioniert. So, aber wie nennen wir die? Ich würde mal sagen, ich lasse euch das wirklich noch frei. Das ist jetzt nicht der Name von dem Ding, sondern ihr bestimmt in den Kommentaren einen Namen für diese Kreation. So, wenn euch das Comeback von Pokéfusions gefallen hat, lasst gerne ein Like auf diesem Video da, schreibt einen Kommentar, benennt diese Kreationen und wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Ich hab Bock, wieder ein bisschen mehr hiervon zu machen. Also dann, tschö mit Ö und Abo dalassen, wenn ihr es noch nicht gemacht habt.